Hallo Freunde, in dieser Ausgabe werden Sie die interessantesten Bestellungen von AliExpress sehen. Der Sommer ist angefangen und wahrscheinlich jeder von euch liebt am Meer oder See schwimmen. Und schaut mal, was wir dafür auf AliExpress ausgegraben haben. Flossen für Hände. Ja, und jetzt zeigen wir, wie sie funktionieren. Nachdem wir sie angezogen haben, die Hände verwandeln sich in Pedeln. Die effektive Fläche wird fast verdoppelt und dementsprechend sollte sich die Schwimmgeschwindigkeit erhöhen. Also, wir versuchen es. Und wisst ihr was? Es funktioniert wirklich. Und so gut. Jede Bewegung der Hände bringt jetzt wahrscheinlich fast doppelt so viel Wirkung. Flossen für die Füße wurden schon lange erfunden. Aber aus irgendeinem Grund sind solche Handschuhe erst jetzt. Außerdem, sie sind viel bequemer und viel kompakter. Für weniger als 2 Euro bekommen wir so ein cooles Ding. Ich empfehle jedem Schwimmliebhaber solche Pads für sich kaufen. Und schwimmen lernen, solche Dinge werden es definitiv einfacher machen. Wisst ihr, was ist das? Ich denke, es ist euch noch nicht bekannt. Wir nehmen dieses Ding in der Mitte heraus und verstehen, dass dies wahrscheinlich ein Rasierer ist. Aber nicht ein einfacher. Seitlich sind Kassetten verbaut, die wir an ihre Stelle einbetten. Und wir bekommen wirklich ein Rasiergerät. Und mit ausreichend scharfen Klingen. Die Haare am Arm rasiert er sehr leicht. An anderen Stellen habe ich noch nicht probiert. Und wie Sie wahrscheinlich schon verstanden haben, ist das Merkmal dieses Sets seine Superkompaktheit. Zusammengeklappt hat es gleiche Größe wie eine normale Plastikkarte und passt problemlos in eine kleine Brieftasche. Jetzt ist der Rasierapparat immer griffbereit und du kannst dich bei Bedarf was rasieren, wenn es dringend nötig ist. Wahrscheinlich hat jeder eine gewöhnliche Lupe gesehen und vielleicht sogar benutzt. Aber in meiner Kindheit haben nicht nur Objekte vergrößert, sondern sie auch in Brand gesetzt, indem wir die Sonnenstrahlen auf einen Punkt konzentrierten. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen solchen Sonnenbrenner von Inschriften auf Holzbänken handelte. Aber sind wir noch etwas weiter gegangen und haben uns diese Lupe gekauft, die 10-mal größer ist als unsere und dementsprechend sollte sie besser anzünden. So, wir versuchen es. Wow, fast sofort kommt Rauch und der Holz ist vor unseren Augen verkohlt. Das ist Power. Es ist wie eine Art Laserstrahl. In nur 5 Sekunden konnten wir einen Holzstab entzünden. Aber verdammt, das ist gleichzeitig ein wenig gefährlich. Stellt ihr sich vor, dass so ein Strahl auf eure Hose fokussiert und ein Loch in den Stoff macht. Das ist wirklich eine sehr mächtige Sache und ich weiß nicht mal, ob ich diesen Link dazu hinterlassen soll. Die Wäscheklammer aus Plastik fängt fast sofort zu brennen. Okay, ich werde den Link geben, allerdings unter der Bedingung, dass ihr sehr vorsichtig spielt und den Strahl nicht in eure Augen oder von Freunden strahlt. Wer von euch liebt Mücken? Richtig, niemand. Weil sie beißen schmerzhaft. Und was noch schlimmer ist, juckt diese Stelle dann mehrere Tage lang. Aber auch hier haben die Chinesen eine Lösung gefunden. Es sieht aus wie eine kleine weiße Stäbchen mit einem Knopf. Wir klicken darauf und die Spitze beginnt sich zu erhitzen. Mit diesem Ende müssen wir den Stick an der Bissstelle anlegen und gut aufwärmen. Es stellt sich heraus, dass die Substanz, die die Mücke in unseren Körper spritzt und die uns jucken lässt, bei höheren Temperaturen abgebaut wird und somit die Stichstelle aufhört zu jucken. Der Stab wird über den Type-C-Anschluss aufgeladen und kann auch als nicht schlechtes Massagegerät für eure Katze dienen. Ich konnte einfach nicht an diesem süßen Ding vorbeikommen. Es ist so eine transparente Box, in dem der gesamte Mechanismus dieses interessanten Geräts sichtbar ist. Man muss diesen Griff mit dem Finger nehmen, ihn gleichzeitig drehen und dann beginnt die Magie in Form von Musik, die diese Box ausstrahlt. Dank kleinen Noppen an der rotierenden Welle klammern sich dünne Metallstäbchen daran, von denen jeder für seine eigene Note verantwortlich ist. So entsteht Musik. In diesem Fall spielt das Happy Birthday to You, aber es gibt auch einen Hochzeitmarsch und alle möglichen anderen Lieder. Ein sehr cooler Geschenkartikel, vor allem mit passender Melodie.
Und wisst ihr, dieser Sound hat mir so gut gefallen, dass ich das bestellt habe. In so einer schönen Schachtel und eleganten Tasche befindet sich so etwas namens Kalimba. Es handelt sich um eine kleine Holzkiste für einen lauteren und schönen Klang. Gebogene Metallleiste, von denen jeder auch ihre eigene Note hat. Aber hier muss man schon die Musik selbst mit eigenen Fingern machen, indem man sich mit Nägeln an sie festklammert und so vibrieren sie und machen ein Geräusch. Zuerst dachte ich, dass ich es nie lernen könnte, aber nach 20 Minuten habe ich es geschafft, eine schöne Melodie zu spielen, die Sie am Ende dieses Videos hören werden. Im Allgemeinen ist das Instrument sehr cool, kompakt und schön. Auch wenn ich es nicht oft spiele, wird es zu einer guten Inneneinrichtung in meinem Haus und jeder Gast wird daran interessiert sein, es zu spielen. Aber das sind nicht alle Gadgets. Die Zeit ist gekommen für einen der coolsten und größten. In dieser gelben Tasche sitzt ein gelbes Ding mit Schnüre. Wisst ihr, was es ist, wenn man es öffnet? Gleich werden Sie es sehen. Ein echter Fallschirm. Es ist sicherlich nicht so groß, aber es ist auch äußerst interessant. Um es zu starten, müssen wir aufs Feld gehen, denn es wird von 40 Meter langen Schnüren gesteuert. Und nachdem wir solche Schlaufe machen, werden sie an den Schnüren des Fallschirms befestigt. So. Wir machen eine leichte Spannung. Es ist notwendig, dass die ankommenden Luftströme diese Luftkammern des Fallschirms leicht fühlen. Dann ziehen wir zurück, ziehen die Leinen und unser Fallschirm fliegt. Ja, nicht wirklich, aber dann klappt alles und er fliegt richtig hoch. Sie können es nicht vorstellen, wie cool es ist, so ein riesiges Ding zu kontrollieren. Die Windkraft wird über die Schlinge auf deine Hände übertragen und bei Windböen kann es sehr schwierig sein, so einen riesen Drachen zu halten. Ich denke, wenn es ein kleines Kind in der Hand hätte, konnte es mit dem Fallschirm wegfliegen. Also, seid ihr vorsichtig und geben sie kleinen Kindern nicht, sonst fliegen sie irgendwo ins Ausland weg, dann werden sie suchen.